wirklich. So. So, der Onkel Thomas muss jetzt zum Doktor, ne? Macht den Antibody-Test. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was los war die letzten Wochen. Genau. Ob wir uns selber geimpft haben oder nicht. Ist okay. Ja, I come back. Ja, aber no problem. I want to make the antibody test. Antibody test? Yes. Okay. How many percent? One, two? One, two. One, two. Okay, passport, please. Tomorrow. Ja, Thomas? Ja, schauen wir mal, wie unser Test dann ausfällt. Ja? Hm. Ha? Nur ein bisschen Blut, oder? Ja, kein Problem. Da passiert nichts. Du hast keine Angst haben. Before injection, Pfizer, what's it? No. Thomas. We want to check only. We want to see what's going on. Schauen wir mal, wie groß du bist. Komm, wir messen mal. Oh, 1 Meter. Was ist das? 56, oder? 58. Ja. Und ich? War wahrscheinlich immer kleiner, oder? Ich bin ja schon am Schrumpfen, wenn das überhaupt stimmt. 71. Ja, ein bisschen, ja. Bin am Wachsen noch. Mhm. Na, ich wachse ja noch ein wenig wahrscheinlich. Ne? Aber die war ich. Hier haben wir unsere Quittung, also zweimal für unseren Test. Bezahlt haben wir schon. Jetzt schauen wir mal, ob es uns noch im Test machen, ein Bluttest, oder auch so wieder wegschicken. Dann wir gleich mal rein. So, der Patient X liegt schon auf der Liege. Doktor kommt gleich. Wer macht mir jetzt den Blinddarm raus? Den Blinddarm will ich nicht hergeben. Ja. Na? Mr. Moog. Da traut sich ja gar nicht mehr rüsteln, ne? Da ist man ja gleich, wird man gleich schief angeschaut heutzutage. Mhm. Aber es ist trotzdem kalt, ne? Ich habe kalte Füße. Das ist zur Zeit echt. Müssen wir nochmal in die Sauna. Hm? Gut, jetzt warten wir. Ja, am morgen gehen wir. Okay. Weil dann ist der Danny ja da. Dann nehmen wir einen Daniel mit. Ja, ja, der hat ja immer noch seinen Abs. Achso, den dann. Ja. Ja. Mhm. So. Hier wird jetzt alles vorbereitet. Wahrscheinlich habe ich 3000 Antibodies. Hm. Also wenn ich jetzt nichts habe, dann weiß ich auch nicht. Das kann gar nicht sein. Nach den positiven Tests. Weil ich habe ja zweimal einen positiven Test gehabt. Ne? Und dann war es ja weg nach 10 Tagen. Also muss ich ja jetzt Antibodies haben, sonst stimmt ja was mit meinen Tests. Schauen wir mal, was rauskommt. Ne? Hm. Lauf gleich ein. Ja. Naja, und dann können wir das ja abholen. Morgen oder übermorgen. Morgen ist ja Sommer. Okay, easy. Easy? Yes. Oh! Put your hand. Nein. Ha? Tu mal wegen Pumpen, dass deine Ader rauskommt. Baby, it's a care. Scared, yeah. No. No, it's a cray, baby. Big girl. Thomas schläft schon halb ein. Sleeping. A little bit. I start now.
Want to tea? Oh, do, do, do. Au. Oh. Das tut ja richtig weh. Normally not hurt. No. Bei ihr hat es jetzt irgendwie weh getan. Oh. Normal hat es mir nie weh. Wrong man. Wrong man, ne? Wrong man. Yes. Yes. I think you want to hurt me. Ob das gut ist, dass er jedes Jahr in die Ader da gestochen wird, da bin ich mir auch nicht so sicher. No problem, Kiana. No problem, baby. Mm. Okay, the color okay? Okay. Okay. Ja, was ich alles für Krankheiten habe. Na, baby? Ja. Kiana, jetzt kommst du. So, dann baby. Stay stronger, ne? Dun, dun, dun. Right now. Eat deal. Some more. Kommt ja, schrie nicht so an. Da war die Selina immer tapferer wie du. No problem. Aber ja, hey. Kein Kränk. Kein Kränk. So wenn sie die Kinder alle quälen. Oh, du drückst ja jetzt schon. Aber es ist ja blöd, weil die hat. Na, 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 jetzt hör auf. Kiana! Relax. Jetzt stell dir mal vor, wenn du einen Moped-Unfall hast. Das tut viel mehr weh. Yeah. Das tut nicht weh. Relax! Na, hör auf! Relax. Fix. Fix, ne? Okay, wait. Take your stuff to help. Don't move, baby. Kiana, ist fair baby. It's okay. Pick here. Komm. Okay. Start down. Baby. Okay. Es tut nicht weh. Okay. Es tut nicht weh. Okay. Finish. Ja, es machst du fast schon. Ja. So, ist ganz relaxed. Umso mehr, dass du dich angreifst. Be cool. Na, be cool. Ja, finiert. Kiana, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also deine Schwester hat sie nicht so anstellen, wenn da wenn die beim Doktor war. Okay. Yes. Oh, armes Kind. Du. Da kriegst du jetzt gleich einen Schnaps, dass dir wieder besser geht. So, jetzt geht's zum Doktor, meinen AIDS-Test, Corona-Test abholen. Mal schauen, ob positiv, ob ich halt Antikörper habe. Ne? Mhm. Nicht positiv und dann negativ, sondern ob Antikörper drin sind. Sind bestimmt welche drin. Und wenn ich die natürlich habe, bin ich ja geimpft, oder? Mehr oder weniger. Also dann bin ich ja vogelfrei, kann ich wieder reisen. Wunderbar, top. Daumen hoch. Ohne Impfung, das wäre doch super. Ja. So habe ich mir das ja vorgestellt. Ich wollte es ja haben eigentlich. Hm. Schauen wir mal. Zum Doktor. Jetzt gehen wir hier rein und dann schauen wir mal, ob Antikörper oder nicht Antikörper bei Kiana und mir. Bin ja gespannt. Ich habe natürlich jetzt die Maske wieder vergessen, aber da kommt es gar nicht mehr. Aber die Kamera. Yes, I would like to get my test result. Okay, what's your name? Thomas. Thomas. MOOG. And Kiana, my daughter also. Yeah. Oh, you only saw his negative. Yeah. What? Kun Thomas. Okay, it's written for you, okay? Negativ, keine Antibodies. Hm. Naja, das kann gar nicht sein, was habe ich dann gehabt. Der PCR-Test war ja zweimal positiv. Hm. Weißt du, jetzt, ich habe ja gesagt, dass ich nicht geimpft bin. Ne? Das ist ja die Frage. Ich lasse mich nochmal woanders jetzt und sage, ich bin geimpft. Ne? Weil die wollten das ja wissen. Ne? Dann kommt es da irgendwo hin und die sind jetzt nicht geimpft und sagen sie, du bist negativ. Ich traue ja hier überhaupt keinen. Ne? Das kommt mir jetzt schon wegen seltsam vor. Ich hatte ja zwei Tests gemacht, war zweimal positiv und ja, war dann anscheinend nur eine normale Grippe. Die Selina hat den Geruchssinn verloren gehabt, da stimmt auch was nicht. Hm. Also die Kiana. Wenn dann also diese zweimal diese PCR-Tests auch positiv waren, dann ist ja das alles geschmarrig. Da stimmt doch gar nichts. Also woher kam dann zweimal dieser positive Test?
so much. Mm-hmm. But you saw you very low. 13 mm-hmm. is a negative. If not, then 50 is a negative. If more is very mm-hmm. good. Mm-hmm. But he has no. Yeah. Negative, very low. Mm-hmm. Yeah. And your daughter, Kiana? 17. Mm-hmm. Ja, aber sind welche da, Antikörper? Ja, aber Antikörper halt sind da. Wir brauchen dich. Melde dich bitte auf unserem Kanal an.